Guten Tag, willkommen zum neuen Video. If you want to watch this in English commentary, just switch to this video with a commentary. It's one before that in the YouTube list. So, das ist jetzt also Schlange mit Totenschädel. Bild könnt ihr auf der rechten Seite sehen. Ich nutze wieder ein opakes Weiß. Bei dieser Schablone habe ich zwei verschiedene Weißschablonen. Das ist also die erste. Wichtig dabei ist, dass alles zwar einen Grauton hat, aber nichts im klaren Weiß ist. Und wenn man das an der Schlange sieht, versuche ich jetzt auch jetzt schon so ein bisschen Volumen reinzubringen, indem ich also nicht alles in einem Ton mache, sondern gewisse Stellen heller sind als die anderen. Ich habe das Bild am Computer entworfen. Also in diesem am Computer zeichne ich halt die Sachen selber, und in diesem Bild sind also 3000 Einzelvektoren, das heißt auch 3000 Details, die man halt innerhalb von ein paar Minuten machen kann. So, des Weiteren nutze ich jetzt die Möglichkeit des Sprenkelns, das heißt also mit ganz wenig Luftdruck und weit nach hinten gezogenen Hebel entstehen halt diese Sprenkel, die gleichzeitig sowohl der Schlange als auch dem Totenkopf eine gewisse Struktur geben. Die so ein bisschen aussehen wie Poren oder so. So, das Einzige, was ich jetzt recht weiß gemacht habe, sind die Augen der Schlange. So, weiter mit dem opaken Weiß. Das ist jetzt die zweite Weißschablone. Die sorgt halt dafür, dass zu der ersten jetzt noch Highlights kommen. Auch da wieder nicht alles in einem knalligen Weiß machen, sondern schauen, wo Highlights hingehören und diese dann im kräftigen Weiß machen, der Rest einfach in einem hellen Grau. So sieht das Ganze halt auch nicht zu schablonig aus, wenn man halt immer alles in einer Farbe ausmalt. So ein paar Variationen helfen schon. So, damit steht eigentlich grundsätzlich, ist dieses Bild fertig nach gefühlten 2 Minuten. Man kann natürlich jetzt Freihandfarben geben, es ist aber auch noch eine Schablone da, um Farben in der Schlange und im Totenkopf zu setzen. So, für das Bild mache ich jetzt Flammen in Blau als Hintergrund. Das ist jetzt eine Flappenschablone. Im Endeffekt, wenn man das macht, am Anfang immer versuchen, wenn man sich den Buchstaben S vorstellt, wie es unten rechts neben der Schlange ist, und dann einfach in den Bögen des Buchstabens einfach die Sachen links und rechts anlegen, und schon hat man halt einfache Form dieser Flammen. Später kann man natürlich dann experimentieren und kompliziertere Motive machen mit den Flammen. Und zweitens ist es wichtig am Anfang, dass man, da sind zwar mehrere Ellipsen auf der Schablone drauf, aber am besten immer nur 2-3 Stück nehmen, weil im Zuge dieses Videos werde ich halt häufiger mit Farben rübergehen, in dem Fall jetzt ein lasierendes Blau. Und je mehr von diesen Ellipsen man nimmt, desto schwieriger ist es nachher wiederzufinden, denn bei jedem Arbeitsschritt arbeitet man diese Highlights in Weiß wieder raus. So, hier habe ich jetzt also das opake Blau genommen, das ist ein Cyan, und jetzt gehe ich mit dem transparenten Blau und geht es mit einem transparenten Magenta rüber und bekomme halt Dunkelblau und Pink-Variationen für den Hintergrund. Wie gesagt, in den Wendepunkten von diesen S-Formen immer wieder die Schablone anlegen. Und das kann man natürlich jetzt mit
verschiedenen Farben öfters wiederholen. Das heißt also, wenn man das Ganze in Rottönen haben möchte, dann am besten anfangen mit Rot-Violett-Tönen, dann mit Rot-Orange-Tönen und zum Schluss mit Gelb-Weiß-Tönen das Ganze zu machen. Wie gesagt, je mehr Farben reinkommen, desto organischer sieht das Feuer aus, kann aber bei bestimmten Farben aber auch kitschig wirken. So, und jetzt gehe ich halt nochmal mit diesem Hellblau rüber. Und da es ja nur so ein leichter Hintergrund sein soll, also die Schlange und der Totenkopf, die das Hauptmotiv sind, reicht das eigentlich. Und theoretisch mag ich lieber, wenn die Bilder schwarz-weiß sind, vielleicht mit einem Highlight, vielleicht jetzt so die Augen oder den Mund in Farbe setzen und den Rest so lassen. Dann hat man halt den Vorteil, dass das Ganze nicht so kitschig wirkt, als wenn man Farbe nimmt. So, hier habe ich jetzt ein transparentes Gelb, gefolgt von einem transparenten Ocker. Das mische ich mir selber aus 90% Gelb und 10% Violett. Violett wiederum, Magenta und ein wenig Cyan. Und dieses Magenta nehme ich auch wieder für den Rachen der Schlange. Normalerweise würde ich jetzt aufhören, aber ich zeige jetzt auch noch mal, wie man das Ganze ein bisschen stofflicher macht. Das heißt also, jetzt füge ich freihand ein bisschen Schatten hinzu, wo die Schlange über den Totenkopf ragt und wo sich die Schlange um sich selbst windet. Das heißt, in dem Fall nehmen wir an, dass von links oben das Licht kommt. Das heißt also, nach rechts sollten dann die Schatten sein. Das ist natürlich der Riesenvorteil, mit Schablonen zu arbeiten, die auch so viele Details haben. Das heißt, kann man jederzeit Schablone wieder auflegen und Sachen rausarbeiten. Das heißt, auflegen, wie bei den Flammen im Hintergrund, ausarbeiten, einfärben, wieder auflegen, ausarbeiten. So kommt eine gewisse Tiefe und auch eine Dynamik in der Farbe hinein. Als wenn man es jetzt nur in die einzelnen Arbeitsschritte abarbeitet und immer nur opak eine Farbe drauf knallt. So, jetzt ist die nächste Schablone, um die Schlange einzufärben. Je nachdem, was man haben will, ob man es jetzt dunkel macht und eine Mamba hat oder so, oder grün und eine Viper. Das bleibt einem selbst überlassen. Auch wie viel Farbe drauf kommt, je nachdem, wie man es haben möchte. Man kann natürlich auch zum Beispiel grün und gelb mischen, um so ein Kawasaki-Grün hinzubekommen. Das wäre dann also eine ziemlich grelle Schlange. Aber wenn es zum Untergrund, wo es drauf soll, passt, ist es eigentlich egal. Ich nutze jetzt halt mal nicht so grelle Farben, sondern mische Blau und Grün, dass es so ein bisschen petrolmäßig wird von der Schlange. Und ich lasse den Bauch der Schlange hell, damit das jetzt nicht zu sehr abstinkt. Habe ich jetzt noch mal den Rachen noch mal ein bisschen roter gemacht. Und jetzt kann man natürlich abermals mit der zweiten Weißschablone noch mal Highlights setzen. Das heißt, auch wieder so ein bisschen der Form der Schlange folgen. So hat man schöne Highlights in der Schuppenstruktur von der Schlange. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen.